Fischer, willkommen an der Front. Arbeiten wir an deiner Tarnung. Deine Waffe sollte immer nur das letzte Mittel sein. Unsichtbarkeit ist dein bester Freund. Wir haben Fotozellen an deiner Kleidung angebracht und mit dem Offset verbunden. Wenn der Wert 3 erreicht, leuchtest du wie ein Weihnachtsbaum. Okay, Fischer. Bevor du in die Botschaft eindringst, möchte ich dir Mr. Brunton vorstellen, unseren innerdienstlichen Berater. Er hat Neues zur Mission. Ich fasse mich kurz. Es freut mich sehr, nun zum Team zu gehören. Der Stab wünscht, dass die Mission keine Opfer fordert und ohne Alarm abläuft. Wir dürfen die Geiseln auf keinen Fall gefährden. Verstanden. Aber bei allem nötigen Respekt. Verschont mich mit unnötigen Informationen. Davon bekomme ich höchstens Kopfschmerzen. Dring in die Botschaft ein. Die Lage ist heikel und unübersichtlich. Also bewege dich vorsichtig. Türchen gefunden. Nimm nicht das Haupttor. Die Blaupausen zeigen einen Wasserlauf unterhalb des Eingangs. Sieht wie ein möglicher Weg hinein aus. Ein bisschen nass ist besser als tot. Also rein ins Vergnügen. Du musst langsam sein, um den Geräuschpegel niedrig zu halten. Fischer, sei vorsichtig. Dieses Dorf ist ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich in der Botschaft erwartet. Die Situation verschlechtert sich in der Botschaft. Es scheint, als würden sie die Geiseln töten. Hier steht ein Mann im Weg, Lambert. Wie flexibel ist der Befehl, nicht zu töten? Unverrückbar. Wir möchten, dass du einen neuen Freund gewinnst. Scheint einer von Sardonus' Offizieren zu sein. Stell ihm ein paar Fragen und finde heraus, was er über Sardonus' Verteidigungsvorkehrungen weiß. Das von uns gefilterte Gespräch hört sich übel an, aber nichts Konkretes. Details. Auf deinem Offset. Laut Ticker handelt es sich um eine Geiselnahme. Indonesische Extremisten. Sicher. Aber um die Geiseln kümmert sich jemand anders. Du bist hier, um Informationen zu besorgen. Vor allem von Douglas Shetland. Shetland ist dein erstes Ziel. Wir müssen wissen, wie viele Daten verloren gegangen sind. Still, Fischer. Kein Mucks. Suhadi Sardono ist genau über dir. Wenn er dich sieht, ist die Mission gescheitert. Aber warum ich? Ich habe nichts gesehen. Hast du denn etwas gehört? Nein, nur Pandora Tomorrow. Der Rest war unverständlich. Aha. Ich habe nichts davon verstanden. Zeig mir deine Fesseln. Ich... Danke. Vielen Dank. Wurde Shetland von den anderen getrennt untergebracht? Absolut. Kim öffnet die Türe nur, wenn ich es ihm über Funk befehle. Wir sollten ihm die Finger brechen, damit er redet. Ja, vielleicht. Aber macht es leise und langsam.
Sprich, verflucht nochmal. Wo ist es? Ich soll dich am Leben halten, aber ich muss es dir nicht bequem machen.